Sophie Charlotte Elisabeth Ursinus wurde am 5. Mai 1760 in Preußen geboren. Sie war die Tochter eines ehemaligen Legationsrates von Österreich, der nach seinem Verrat im Exil lebte. Sie wurde früh mit einem deutlich älteren Mann verheiratet. Mit der Zustimmung ihres Mannes nahm sie sich einen Geliebten, der sie nach einiger Zeit jedoch wieder verließ. 1797 starb dieser, offenbar ohne Vergiftungserscheinungen, an Lungenschwindsucht. Am 11. September 1800 starb auch ihr Mann. 1801 starb eine Tante von Ursinus und hinterließ ihr ein großes Vermögen. Ein Diener wurde 1803 sehr krank. Ursinus pflegte ihn und brachte ihm immer wieder Essen, was er meist wieder erbrach. Er beobachtete schließlich, dass sie frischen Milchreis, den er nicht gegessen hatte, wegwarf. Er bat eine Zofe, die gebackenen Pflaumen, welche er als nächstes von Ursinus bekommen hatte, in eine Apotheke zu bringen und untersuchen zu lassen. Am 5. März 1803 wurde Ursinus verhaftet. In den Pflaumen wurde Arsen nachgewiesen. Eine Exhumierung der vorherigen Opfer brachte zwar keine eindeutigen Ergebnisse, dennoch wurde sie zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 30 Jahren wurde sie begnadigt, durfte aber die Stadt nicht mehr verlassen. Nur 3 Jahre später, am 4. April 1836, starb sie.